zusammenspannen. Weil der Vati wollte eine Ordnung haben, haben Rudi und ich uns an der Weihnachten verlobt. Wir haben die Verlobung daheim gefeiert. Am Weihnachtsmorgen sind wir zusammen auf Höchstetten zur Predigt und beim Heimgehen haben wir uns am Mutis Grab dringend angesteckt. So war es doch gleich noch ein bisschen binnig. Für einander Treue zu versprechen, braucht es gar kein grosses Fest. Unsere Essstubendilli war mit Herzchen und Mistelzweigen geschmückt. Zum Essen hat es, wie alle Weihnachten, Pastetli und Salat gegeben. Ein schlichtes, stilles Fest, ohne Knusch und Lärm drumherum, nur im engsten Familienkreis. Z'Morndest hat wieder die Arbeiter Tages- und Wochenablauf bestimmt. Der Rudi musste auch wieder in Aktivdienst, hat zwar ein Dispensgesuch gemacht, aber es ist nicht bewilligt worden. Wir haben gesehen, dass das Ende des Krieges nicht mehr weit ist. Und als du alle Glocken hast geläutet, ist ein grosses Aufatmen durch das ganze Land. Aber auch ein grosses Erbarmen, wenn man von all diesen Flüchtlingsströmen hat gehört, von Frauen und Kindern, die unschuldig waren an diesem grossen Morden. Nie mehr Krieg, hat es wieder getönt. Das ist aber leider noch heute nur ein Wunschtraum. Im Frühling darauf haben wir doch geheiratet. Auch das hat keine grosse Festerei gegeben. Den Pfarrer Erb haben wir gerade auf einigen mitgenommen. Im kleinen Kirchli, das einige, hat die Orgel geschnauft, wo der Organist Herz und Herz vereint zusammen gespielt hat. Und auch wir haben einen tiefen Schnauf genommen, für das Leben zu zweit anzufangen. Weil der Bruder, der damals das Geschäft übernehmen sollte, noch in der Ausbildung war, haben wir noch daheim bleiben. Wir hätten ja gar nicht ein eigenes Geschäft übernehmen können. Dazu hat es schon dann eine gute Ausbildung und eben nicht nur Hosenknöpfe gebraucht. Wir haben auch versparen und häuseln, für den einen etwas Eigenes zu haben. Für die Meisterprüfung zu machen, ist der Rudi dreimal in der Woche auf Bern zur Schule, mit dem 6. Zug fort und mit dem Lumpensammler um die 12. wieder heim. Ich habe unser erstes Kind erwartet und wir haben uns gefreut. Die Arbeit ist nicht weniger geworden. Rudi war auch morgen schon um 5 Uhr am Arbeiten, so dass er bis um 6 Uhr mit allem ist fertig geworden für auf den Zug. Es hat auch wieder mehr Fleisch und Würste gebraucht. Die Leute hatten Nachholbedarf nach dieser langen Rationierung. An den Sonntagen haben wir meistens zusammengelernt. In diesem Meisterprüfungskurs hat es auch manches Neues für mich gehabt. Wir haben einander versprochen, dass wir beide so gut ausgebildet sein wollen, dass auch eins ohne das andere weitergeschäften konnte. Eine Mutti sei früher tot und alles, was nachher nachgezogen hat, war mir noch zu nahe in der Erinnerung. Die Mutti hat alles Schriftliche besorgt, Buchhaltung, Rechnungen, die Abrechnungen mit den Fleisch- und Fettmarken für das neue Kontingent. Unser Vati hatte keine Ahnung und wir Mädchen sind buchstäblich geschwommen, aber wir haben nicht Glück gelassen, bis wir es können haben. Das wollten auch wir für unsere Zukunft. Nicht schauen lassen und mit festem Willen zusammenhaben.